Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Chompy the Dino? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him. I didn't mean to. Do you think that matters? Und damit an dieser Stelle schon einmal hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Walking Dead Michonne. Insgesamt eine blöde Situation gerade, ne? Please. Okay, I screwed up. Randall should be the one laying there, not your brother. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you, both of you. Please, anything. You want to help? Start by getting us the fuck out of here. Not gonna be easy, but I'll do what I can. Is he still breathing? Jonas! I thought you'd have more time. What do you mean? Oh, no. Jonas, listen. I said I'd help them escape. Then we need to disappear, too. Yeah. Okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. Whoa. Okay. Was zur Hölle da auch gerade eben passiert ist. Thanks, Michonne. Was ein schönes Pärchen, oder? For stopping me. As much as I wanted to, for what he did. I'm glad I didn't kill Zachary. You need to learn the difference between who's innocent and who's guilty. Zachary wasn't to blame. Then I can take a pretty damn good guess who is. Oh Mann. Der Kleine musste wegen uns ganz schön was durchmachen, ne? Was ist denn das hier heute immer mit diesen Framerate-Einbrüchen? Irgendwas steht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Wir werden übrigens am Ende der Episode unsere Ergebnisse nicht mit dem Rest der Community vergleichen können, weil ich hier im Moment kein Internet habe. And he's got company. Okay, we'll distract the guard, then we're out of here. Nur schon mal als Vorwarnung für euch. Hey Joe, can you give me a hand with something? I couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Don't worry. I have to worry. After last time... It won't go down like that. I swear. It can't. Hat er uns bemerkt? Ja, hat er. Okay.
Hat er. Unser Messerchen. Machete, ja, ich weiß. Samurai-Schwert, was auch immer. They see me gone. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! Hi. You want to tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door. Right. Samantha put you up to this? Where is she? Eine blöde Situation. Come on. Out with it. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure. Nein, Randall, mach es nicht. I said drop it while you still have it. Schnell reagieren jetzt bitte, Michonne. Das ist der gefährlichste jetzt hier. Die da draußen kommen schon klar. Zumindest so lange, bis wir uns mit Randall hier auseinandergesetzt haben. Lässt du bitte mein Schwert los? Danke. Ziemlich meins, musst du wissen. We have to leave now. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? Was wäre denn die Alternative gewesen? Come on. Also, ganz blöd gefragt. Ich hatte nämlich eigentlich nicht vor, wieder unter Deck zu gehen und mich fesseln zu lassen. Vielleicht ein bisschen schneller. Alarm! We got trouble! Is this an attack? What's happening? Mike, where are the kids? Hunter's escaped and they're all out. How? Everyone, listen up! Get down! Whoa. Da hatte ich gerade nicht mal die Hände an der Tastatur. In here! We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. Wir müssen wieder die Drecksarbeit machen, ja? We might have to fight our way out. What? We can't let them escape. I think we lost them. For now. Ja, mal gucken. Guck mal da hinten. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. I'll give myself up. Pete! It buys you time to escape and no one dies. Tu's nicht. And I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. Pete, they'll kill you. They won't. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. I'm doing what's best for my crew. That includes you. Oh, Pete. When you get your opening, run. We gotta stop him now. Hold your fire. I just want to talk to Norma. I hope he knows what he's doing. Come on. Wir werden Pete nicht wiedersehen. Habe ich das Gefühl. Just keep on talking, Pete. All right. Keep your hands up. Take me to her and we'll sort everything out. Oh. Schwimm, 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 schwimm. Komm. Schaffst du. Sei doch. Hands off. Get them up. You've already stolen our shit. You're not taking our boat, too. You're not gonna shoot me. I bet Norma wants that privilege. Maybe I found you with a bullet in the head. Ah!
Oh shit. Ich glaube, damit haben wir gerade Pete zum Tode verurteilt. Come on, guys, it's spreading too fast! Das war knapp. Ich sollte aufhören, die Hände von der Tastatur zu nehmen in solchen Sequenzen. Oh, Intro-Sequenz. Wahrscheinlich wieder mit einem lizenzierten Song, aber das hat ja in der ersten Episode eigentlich auch ganz gut geklappt. Von daher hoffe ich mal, dass ich den hier auch nicht werde rausschneiden müssen. Genauso wie im Abspann. Ich habe übrigens auch schon eine ganz gute Idee, wie es weitergeht. Also ich habe, theoretisch habe ich zwei Ideen. Aber da werde ich nochmal mehr zu erzählen, wenn wir das Ende von diesem Projekt erreicht haben. Episode 2. Give no shelter. Gib keine Unterkunft oder gib keine Zuflucht oder irgendwie sowas in der Art, könnte man das wahrscheinlich am besten übersetzen. Oh, das waren wir aber nicht alles. Oder? There's no way I can get back to Pete's boat. We can hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's not far. Vater? We'll get there before morning. Your dad? Why didn't you mention him before? I don't want Norma looking for him. I'll tell you more on the way. Was, ein Leuchtsignal? Ja. Aber warum? Wofür? Sean? Oh Gott. Okay. Die sind aber nicht durch das Leuchtsignal angelockt worden, oder? Wahrscheinlich eher durch das Krach und das Bumm und das Peng und das ganze... Okay. What? Down! Get to cover! Go! Okay. Bin ich in Sicherheit? Na dann los. Jo! Okay, das ist auf jeden Fall cool inszeniert hier. Put some distance between us and Norma. Hope the walkers go for them instead. Apropos coole Inszenierung. Ich war auch am Überlegen, ob wir vielleicht irgendwann auf dem Kanal mal ein Call of Duty Let's Play oder sowas. Sind ja auch immer ganz nett inszeniert, aber das ist ja nicht unbedingt die Art von Spiel, die ich hier normalerweise auf dem Kanal laufen habe, aber bin ganz ehrlich, also ihr könnt ja mal eure Meinung dazu posten. Ich würde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Gebt uns mal eine helfende Hand, kann doch nicht so schwer sein hier. Danke. Around his neck. Hurry. No. Hi. Okay, ich habe wieder vergessen. Warum funktioniert das? Now we walk.
long as we don't bump into any of them, we'll be fine. Ja, aber es wird nebenbei immer noch auf uns geschossen. Das hast du schon nicht vergessen, oder? So, muss ich jetzt irgendwie aufpassen, dass ich nicht in die Reihen renne, oder? Ich glaube, wir müssen weiter. What do you see? I thought I saw something in the herd. All I see is walkers. I don't think there's anything worse than that. Just keep going. Ja, es gibt auch noch fette Walker. Es gibt so viele geile Zombie-Spiele, die ich gerne mal mit euch gemeinsam erleben würde. Dead Rising zum Beispiel oder Dying Light oder Dead Island, das ist auch ziemlich cool, aber soweit ich weiß, ist das in Deutschland alles indiziert und deswegen dürfen wir das alles nicht spielen. Das finde ich total gemein. Also ich darf es schon spielen, ich darf nur nicht als Let's Play hochladen. Zumindest nicht, solange ich innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik wohne. Du wirst es wahrscheinlich nicht mal erwähnen, wenn das als Werbung auslegen könnte. Aber erwähnt habe ich es trotzdem. Ist doch egal. Aber nerven tut es mich doch ein bisschen. Mich ganz ehrlich. Wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich mit euch. There's a shortcut to my house. But you're not gonna like it. Oh, nee, ne? Ernsthaft? It's not as bad as it looks. Ja, ja. I know the way up. This will work. Looks pretty damn bad to me. Better than going the long way around. Greg and I climbed it one by one. Ja, aber Michonne ist doch ein ganz kleines bisschen größer als Greg. Wobei ich nicht weiß, inwiefern das mit dem Gewicht hinkommt. Ich will damit nicht sagen, sie ist fett oder sowas, weil sie ist ja definitiv nicht, aber sie ist halt ausgewachsen, ne? Da war ein Speicherpunkt, dann kommt jetzt gleich irgendwas. Das einen Unterschied macht, ob ich links oder rechts lang klettere. Mal ganz ehrlich. Kann ich nicht vorstellen. Da wollte ich gerade sagen, das sieht rostig aus. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir die Abkürzung nehmen können. Hold on! I got this! I'll meet you up top! Randall, I found him! Shit. This way. Go. Ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen beeilen. Michonne, leg los. Es ist ja auch schon eine neue Staffel von der Batman-Telltale-Serie in Arbeit, ne? Habe ich jetzt die Tage gesehen. Und wenn wir gerade bei Batman sind, um Injustice 2 müssten wir uns theoretisch auch bei Gelegenheit nochmal kümmern. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ansonsten, ja, von Telltale haben wir noch einiges im Angebot. Minecraft Story Mode haben wir noch. Tales from the Borderlands. Game of Thrones. Oh, der hat gesessen.
und was ja auch in Produktion ist, ich weiß aber nicht, ob es da schon was von gibt, Guardians of the Galaxy. Tatsächlich basiert auf den Marvel Comics. Klingt auch sehr interessant. Reizen würde mich das alles. Werde wahrscheinlich in nächster Zeit auch wieder mehr Zeit haben, insgesamt aufzunehmen, Folgen zu produzieren. Dass eventuell dann auch mal wieder ein bisschen häufiger das ein oder andere Projekt kommt. Nicht nur dreimal die Woche. Aber da muss ich mal gucken. Michonne. You'll be alright soon. I'm gonna get you home. Will der jetzt auch nichts versprechen, was ich dann am Ende doch nicht halten kann. Aber ich sag mal, die Chancen stehen im Augenblick gar nicht so schlecht dafür. Aber erstmal muss ich alles auf Reihe kriegen und dann kann ich gucken, inwiefern ich eventuell das ein oder andere ein bisschen expandieren kann. Also immer mit der Ruhe, ja? Die ersten Sachen, die dann erweitert werden würden, wären wahrscheinlich die, die sowieso so lange brauchen. Also Skyrim, Mass Effect Andromeda und höchstwahrscheinlich Dark Souls. Also das wären so meine ersten drei Wahlen für mehr als drei Folgen die Woche. Aber wenn ihr jetzt großes Interesse habt an irgendeinem anderen Projekt, dann kann ich das natürlich auch vorziehen. Nur das ist wieder so eine Sache, das müsst ihr mir natürlich mitteilen. Das müsstet ihr mir in die Comments schreiben. When it was just a couple of boats anchored to appear. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Because I couldn't leave it alone. But you stole from them again? I got greedy. We were desperate. Norma, I never should have pushed her. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have listened. God, I'm dizzy. Thanks. Wir werden verfolgt. Langsam, aber stetig. I feel even worse. Talking helps. Na, hoffentlich hat die Wunde keine wichtige Arterie oder die Lunge erwischt oder was? Die Kugel meine ich. I just want to get home. What do you want me to say? Anything, please. All right. What's your favorite food? Not fair, Michonne. That's torture. No one can make ice cream sundaes anymore. Jerk. Hallo. Und tschüss. Wumps. Nee, aber was diese Spiele angeht, die ich vorhin erwähnt habe, ich muss da mal recherchieren, wie da die Rechtslage ist. Weil Dad was right. Sind alles schöne Spiele. None of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. Ohne sie jetzt nochmal erwähnen zu wollen. I didn't listen. You knew the risk with Norma and you still took your brother. If we hadn't gotten food, we all would have died. Doesn't mean I don't regret it. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin him. I don't know if I can. Let me handle it. I'll tell him. Thanks, Michonne. Was es nicht unbedingt besser macht. Made it. Sam. Sam. Okay. Sam, wake up. Ich glaube, ich sage in letzter Zeit ziemlich oft, okay, ist mir aufgefallen. Can't catch a goddamn break. Geht.
weg von mir. Und auf. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Kann man denn nicht mal in Ruhe ein bewusstloses Mädchen durch den Wald schleppen, ohne dass gleich irgendwer zum Gaffen kommt? Ist ja furchtbar. Ein bisschen mehr Privatsphäre, oh Gott. Fallen. Mal wieder aufpassen, dass wir da nicht reintapfen. Oh ja, toll. Der hätte mir ja ruhig mal sagen können, dass ich mich da bewegen kann bzw. muss. Ich habe das erst gar nicht geschnallt. Ich bin doof. Aber was muss man mir sagen? Weiß doch wohl jeder. Almost there, Sam. Almost home. Sam wird's nicht schaffen, oder? Also diese Episode schon. Ich denke schon, dass die Episode 3 noch erreicht, aber so insgesamt diese Michonne-Geschichte. Sam wird's nicht schaffen, oder? Weil Michonne war ja, als wir sie dann in den Comics und auch in der Fernsehserie getroffen haben, war sie ja alleine. Drop the gun. Fuck you. You've got this backwards. You do what I say. Maybe you shot her. Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. You better fucking move. We're all dead. Damn it. Get her in here. Ja, ich weiß, das hätte ich auch anders handeln können, aber scheiß drauf. Und oh, jetzt nerv hier nicht so. Hurry, she doesn't have much time. Mann. Sie immer so aufdringlich sein müssen, ne? Ist ja furchtbar. Wenn eine Frau Nein sagt, dann meint sie Nein. Und nicht, ja, vielleicht. Obwohl. Sam? Sam! Okay, what the fuck? James, Alex, get back! Kinder? Noch mehr Kinder? Nicht gut. Sam! This is bad. This is really, really bad. We're gonna help her, okay? Okay. What's your name? It's James. Okay, James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Oh. Got it. Das sieht nicht gut aus. Ach so. What are you doing with that? Sam, I got you. I'm here. Sam, da musst du jetzt durch. I need to clean the wound. Sam! Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? There's too much blood. Wir werden die Kugel drin lassen müssen. Sauger, Zange, Sauber? You're gonna have to use this. Ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht. Oh nein. Oh nein. Alter, ist das fies. Und immer muss man das selber machen. Genau wie damals, als Clementine ihre Hand nehmen musste da. Boah, widerlich. Ach du Scheiße. Hand
not gonna lie. This is gonna really fucking hurt. Hallo, es sind Kinder anwesend. Kannst du mal bitte auf deine Sprache achten? You too. Oh Gott. Sorry, Sam. Oh, ist das fies. Oh, das muss aber stinken. Get away from her! John! What are you doing to my daughter? Saving her life. With that? Are you insane? Not now. Help or get out. Michonne, immer so ein bisschen auf die Direkte. Change. Let me. Sorry, Sam. Die nächste Dosis. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Für den Augenblick. Richtig fies. So. Is she going to make it? Und jetzt gleich erstmal von Greg erzählen, ne? I can't lose her. I can't. My poor Samantha. I don't know. But we did all we could.